2012. Der Sparkassencup der Sparkasse Heidelberg. Wir haben nun hier von der Sparkasse den Vorstand, den Herrn Worow und den Herrn Wochele. Und jetzt geht's ja richtig rund. In der Halle war gerade richtig Stimmung. Da war richtig was zu verfolgen beim vorgezogenen Endspiel, kann man sagen, oder? Ja, kann man sagen. War wohl nicht so erwartet, ne? Aber ich denke mal, der SV Sandhausen, weiß nicht, in welcher Aufstellung er da angetreten ist, ne? Hat ja andere Aufgaben noch vor sich jetzt, ne? Der Wochenende in Darmstadt, ne? Und das, glaube ich, noch wichtiger. Aber es ist auch mal gut, wenn jemand anders gewinnt, finde ich. Und jetzt sind wir gespannt, wie die Spiele da weitergehen. Bei solch einem Turnier ist wichtig, dass man sich trifft, dass man Spaß hat. Und ich glaube, hier hat man jede Menge Spaß heute. Absolut. Der Sparkassencup findet ja jetzt schon zum 13. Mal statt. Und hier treffen sich sehr viele, die sich schon seit vielen Jahren das Turnier begleiten. Geschäftsleute, Unternehmer. Und es ist immer gut, bei solchen Turnieren mal jenseits vom Geschäft auch so zusammenzukommen, sich einfach auszutauschen. Der Bürgermeister ist da, von daher ist es super, ne? Da haben wir hier den Bürgermeister der Gemeinde Eppelheim. Stadt Eppelheim, ne? Stadt Eppelheim, das ist ganz, ganz wichtig, das müssen wir machen. Herr Bürgermeister, wie sehen Sie das Turnier bis jetzt? Also ich bin erst vor kurzem gekommen, habe aber das vorgezogene Endspiel schon gesehen. Es war eine sehr spannende Sache. Man kann sagen, es ist auf der einen Seite schade für den Titelverteidiger, dass er ausgeschieden ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Waldhof-Fans sind natürlich froh, dass ihre Mannschaft weitergekommen ist. Und wenn man so sieht, dass VfR Mannheim noch dabei ist, könnte es zu einem Mannheimer Endspiel kommen. Ich glaube, der Abend verspricht noch viel Spannung. Der Sparkassencup der Sparkasse Heidelberg. Hans-Jürgen Beußen, der Sparkassencup und die Fußballschule Rhein-Neckar, eng verwurzelt und auch in diesem Jahr wieder. Das Turnier geht langsam, es läuft das Spiel um Platz 3 zu Ende. Wie ist so dein Fazit bisher, wie ist es gelaufen? Ja, wir sind mit beiden Tagen sehr zufrieden. Zum einen mit der Stimmung, mit dem Besuch, aber insbesondere natürlich mit dem Verlauf, mit dem Verhalten der Spieler auf dem Platz. Es war alles ohne Komplikationen abgelaufen, ohne Verletzungen, sehr anständige Spieler, die aber trotzdem sehr willig und sich kämpferisch gegeben haben. Es waren sehr, sehr spannende Spieler dabei. Man sieht jetzt bei diesem Spiel um Platz 3, dass mit Worms und Waldhof Mannheim auch favorisierte Mannschaften in der Endrunde sind. Und wir freuen uns jetzt auf dieses und natürlich insbesondere auf das Endspiel um den Sparkassencup der Sparkasse Heidelberg. Und wir dürfen, glaube ich, jetzt schon sagen, dass es einmal mehr eine erfolgreiche Veranstaltung war. Ronny Borchers, der VfR Wormatia Worms hier beim Sparkassencup in Eppelheim, der Sparkasse Heidelberg. Ja, man spricht halt außerhalb des Feldes sehr, sehr viel, ob im VIP-Raum hinten oder auf der Tribüne, das macht sehr viel Spaß. Man hat Gespräche mit Spielern, die man mal vor 30 Jahren oder 20 Jahren gespielt hat. Das ist alles in allem sehr, sehr gut. Und das Turnier war bestens organisiert, richtig klasse. Also es hat richtig Spaß gemacht. Der FC Astoria Waldorf, wir haben hier den Thomas Erlein. Turniersieger geworden. Thomas, für dich natürlich, du hast hier die Mannschaft betreut auf diesem Turnier. Was ganz, ganz Besonderes, nach Jahren hier auf diesem Turnier immer gut gespielt und jetzt endlich mal gewonnen. Das ist richtig. Wir haben die ganzen Jahre bis zum Halbfinale eigentlich, man sagt uns immer den besten Fußball gespielt, aber da hat es immer nie gereicht fürs Finale. Und dieses Jahr haben wir schlecht angefangen, haben gleich das erste Spiel verloren gegen Sandhausen und jetzt haben wir das Turnier gewonnen. Von daher sind wir natürlich sehr zufrieden. Dian Dosic, Torschützenkönig hier beim Turnier, eine ganz, ganz besondere Ehre, da freut man sich, 6 Treffer erzielt. Ja, ich freue mich sehr, ohne meine Mannschaft ist es auch nicht gepackt, also Dankeschön an meine Mannschaft, weil ohne die hätte ich es auch nicht geschafft. Ich nehme dich mit in meine Welt und ich zeig dir, wer ich bin. Dennis Paul, bester Torhüter des Turniers hier gewählt worden, das ist eine besondere Ehre, da freut man sich natürlich trotzdem. Natürlich, wir sind dritter Platz geworden, aber ich denke, wir haben uns ordentlich präsentiert hier und damit das besser Torwart wurde, das macht mich natürlich glücklich. Daniele Toch, Wormatia Worms hier heute gerade eben zweimal geehrt, wusste gar nicht wohin mit den Pokalen und vor allem mit dem Riesenscheck. Mit 500 Euro für den 4. Platz und bester Spieler. Da freut man sich als Spieler natürlich, vor allen Dingen bei der Konkurrenz mit Drittligisten, Regionalligisten, freut man sich besonders.
Ja, das stimmt. Ich bin jetzt das erste Jahr hier, zum ersten Mal mitgespielt und klar, als bester Spieler gewählt worden ist, freut mich natürlich sehr, klar. Richard Wegmann, VfR Mannheim, ihr seid Zweiter geworden auf diesem Turnier. Hat dieses Turnier für euch und speziell auch für dich als Spieler hier richtig Spaß gemacht? Ja, definitiv. Also super Mannschaft waren hier, hat auch, also war super technisch starke Mannschaften da und es hat auch riesen Spaß gemacht. 2012. Der Sparkassencup der Sparkasse Heidelberg. Jürgen Machmeier, der 12. der Sparkassencup 2012 mit einem verdienten Sieger, glaube ich, FC Astoria Waldorf. Wie hast du das ganze Turnier jetzt hier gesehen? Ja, es war wieder eine tolle Veranstaltung. Ich denke, da bleibt kein Wunsch übrig. Es ist perfekt organisiert von Ottmar Schork mit seinem Sohn und von Hans-Jürgen Beusen mit den ganzen Helfern, mit den vielen Ehrenamtlichen unserer, auch aus unserer Jugend. Eine perfekte Veranstaltung. Waldorf war am heutigen Tag die Mannschaft, die den besten Eindruck gemacht hat und daher auch verdient gewonnen hat. Und von dem her hat das Turnier auch einen würdigen Sieger gefunden. Das Ausscheiden des SV Sandhausen, ihr habt sicherlich andere Aufgaben noch, die viel, viel wichtiger sind. Aber trotzdem hätte man, glaube ich, gerne wieder im Finale gestanden und das Turnier gewonnen. Wir waren am Samstag mit Abstand die beste Mannschaft, sind dann im Viertelfinale, ja, das haben wir zu leichtsinnig hergegeben gegen den Waldhof, da haben wir uns sicher gefühlt, haben den Einsatz nicht gebracht, der vorher da war, aber wie gesagt, den jungen Spielern, die zum Einsatz gekommen sind, kann man keinen Vorwurf machen, es hat Spaß gemacht, denen gestern und heute zuzuschauen, aber ja, wir haben nicht das letzte aus uns rausgeholt und von dem her sind wir auch verdient ausgeschieden. Dankeschön, Jürgen. Ottmar Schork, der Organisator des Sparkassencups. Wir haben gerade das Finale gesehen. Waldorf, ein verdienter Sieger? Ja, absolut. FC Astoria Waldorf hat sich verdient, dieses Turnier zu gewinnen. Sie waren in den letzten Jahren immer knapp daran, hatten mehrfach den dritten Platz erreicht und es war einfach an der Zeit, dass die FC Astoria Waldorf mal hier den Siegerpokal der Sparkasse Heidelberg entsprechend in Empfang nehmen konnte und wir freuen uns sehr darüber. Gestern Mittag 15.30 Uhr das erste Spiel, Sandhausen gegen Waldorf, hat der Sandhausen noch 4-2 gewonnen. Hast du da schon gedacht, dass Waldorf so weit kommt nach der Vorrunde? Mir war eigentlich klar, dass sich in der Gruppe A der SV Sandhausen und Astoria Waldorf qualifizieren werden. Und natürlich im direkten Aufeinandertreffen war gestern beim Auftaktspiel der SV Sandhausen die bessere Mannschaft. Und der SV Sandhausen hat auch in der Vorrunde gute Leistungen gebracht. Aber wenn es halt mal in die Kanu-Runde geht und gegen den SV Waldorf Mannheim, der da wirklich auch sehr gut gespielt hat, sind sie dann eben auch dann ausgeschieden. Als Geschäftsführer des SV Sandhausen, bist du enttäuscht mit dem Ausscheiden im Viertelfinale oder war das dieses Jahr nicht ganz so wichtig? Steht die Runde im Fokus? Zum einen haben wir am kommenden Wochenende schon unser erstes Spiel gegen Darmstadt 98 und logischerweise gilt unser ganzer Fokus auf dieses Spiel. Andererseits bin ich hier sehr neutral, was dieses Turnier anbelangt und ich freue mich dann eben auch, dass mal ein anderer Verein und insbesondere jetzt eben Astoria Waldorf auch, wie gesagt, der verdiente Sieger geworden ist und das sehen wir allerdings als sehr positiv an. Die Halle war gut besucht. Hat man schon eine Zuschauerzahl, wie viele Zuschauer insgesamt in den beiden Tagen hier waren? Es waren über beide Tage 4.000 Zuschauer in der Halle, 4.000 Besucher und ich denke, die sind auf ihre Kosten gekommen. Es waren beide Tage eine ganz tolle Veranstaltung. Es ist alles reibungslos abgelaufen. Die Fans haben sich sehr, sehr friedlich und aber auch stimmengewaltig gezeigt. Und es war überall eigentlich eine Freude, dieses Turnier zu organisieren und in der Art auch durchführen zu können. Dann steht nächstes Jahr der 14. Cup an. Wir wissen, in Eppelheim muss jetzt eine Entscheidung fallen, was mit der Halle passiert. Wenn die Halle abgerissen wird, beziehungsweise so saniert wird, dass man nächstes Jahr nicht hier spielen kann, gibt es dann einen Ausweichplan oder wird dann das Turnier mal ein Jahr ruhen oder gibt es da schon Überlegungen in die Richtung? Ja, das mit der Halle, in der Reinigerhalle geht ja jetzt schon über Jahre. Das wissen wir und wir warten das ganz relaxed ab und was hier passiert. Und dann werden wir entscheiden, wie und wo es weitergehen würde. Aber ich denke, dass Stand heute auch im nächsten Jahr der Sparkassencup wieder in der Reinigerhalle in Eppelheim stattfinden wird. Dann freuen wir uns auf das Turnier. Vielen Dank, Ottmar Schork. Ich danke auch. Das erste Highlight des Jahres.
2012. Der Sparkassen Cup der Sparkasse Heidelberg.